Tja, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, aber ich bin in einer Art Hölle. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Bumblebee B2 spielt Stasis. Horror, Sci-Fi, Point-and-Click-Adventure. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch, beim letzten Mal haben wir die Bahn fertig gemacht. Hier haben wir kurz einen Schatten gesehen, irgendein Monster war da. Ich würde sagen, wir setzen uns mal hin, ganz nach hinten, wo die coolen Kids immer sitzen. Und fahren mit der Bahn einfach mal los. Na, was machst du? Willst du dich nicht setzen? Müssen wir die Bahnsteuerung selbst betätigen? Sieht so aus. Vielleicht besteuern. Machen wir erstmal das mit der Steuerkonsole und dann dürfen wir uns setzen. Ich weiß es nicht. Dann dürfen wir nicht wie die coolen Kids hinten sitzen. Nee, wir müssen das Ding fahren. Und bloß weg von dem Monster. Also nächste Station, Krankenstation, Hauptfoyer. Rote Knopf ist immer gut, oder? Rote Knopf zuerst? Nee. Framline Switch. Macht Sinn. Dann ziehen wir es durch. Wann? Wann was? Wann war die Evakuierung? Meine Familie wäre mit den anderen gegangen. Mit den Leuten, die es rausgeschafft haben. Das ist... Ich weiß es nicht genau. Das Blut sah ziemlich angetrocknet aus. Es ist eine Weile her. Wir stecken jetzt seit ungefähr 3 Monaten in dieser Todesfalle fest. 3 Monate! Früher gab es mehr von uns. Juro und ich waren die Letzten. Wir waren dabei, eins der Shuttle zu reparieren. Es ist fast fertig. Juri war auf der Suche nach Nachschub, als... Naja. War er dein... Ich meinte, wart ihr? Wichtigste Frage überhaupt direkt erstmal klarstellen. Juri? Oh nein. Wir hätten uns schon längst gegenseitig umgebracht, wenn wir uns nicht zum Überleben gebraucht hätten. Also, da geht noch was. Aber ich vermisse ihn. Er hat Sachen erledigt. Ich war mal verheiratet, aber das ist schon ewig her. Was ist passiert? Das ist natürlich eine Frage, die man jemandem stellt. Wie viele von euch Kakerlaken muss ich noch ausmerzen, Miss Hensley? Malan! Lassen Sie uns darüber sprechen. Jetzt reicht es mir endgültig. Sie sind als Nächste dran. Und was Ihren kleinen Schoßhund angeht. Warnung. Bremsen deaktiviert. Tiefpassfilter deaktiviert. Struktur beschädigt. Evakuierung empfohlen. Halt dich irgendwo fest! Wow, Junge! Sie hat gesagt, halt dich fest. Warum hörst du nicht auf sie? Was eine Sauerei. Okay. Nicht so gut gelaufen. Was war das für ein Typ? Was wollte der von uns? Ich dachte, wir würden hier gegen Monster oder Irre kämpfen. Was war das dann für ein Typ? Jetzt sind wir doch nicht entkommen, sondern irgendwo Mitte der Strecke hängen geblieben. Aber es gibt einen Shuttle, scheinbar. Das müssen wir fertig machen und bloß damit abhauen. Ladevorgang. Inwiefern? Doch nicht, ups, ernsthaft, oder? John! John, ist alles in Ordnung? Ich habe das Bahnsignal verloren. Mit der Schnauze nach unten. Was zum Teufel ist passiert? Ich kann fast nichts sehen. Bist du verletzt? Nein, alles in Ordnung. Glaube ich. Alles okay. Ich muss aus der Bahn raus. Alles okay. Ich glaube, ich kann den Sprung schaffen. Sprung? Sprung? Warte mal, was haben wir denn noch so? Brecheisen, Injektion, Hochgeschwindigkeitsneuralbohrer in den Kopf. Geht immer noch nicht. Okay, du hast mich zu Tode erschreckt. Kannst du sehen, wo du bist? Gib mir einfach eine zweite... Okay, hier müssen wir wohl aufpassen. Okay, hat er geschafft. Wow, no, weg da! Stürzt das Ding ab, aber macht einen Eingang frei. Haha, heilige Scheiße, das war knapp. Ja, Joe. Alles okay, alles okay. Die Verbindung bricht ab, ich kann nicht dich hören. Ich... Hallo? Tia? Bitte komm. Das Funkgerät funktioniert nicht.
Okay, reiß dich zusammen. Eins nach dem anderen. Wo zum Teufel bin ich? Verunglückte Bahn. Die Bahn hat ihre letzte Station auf der Linie erreicht. Das Geräusch ihres außerplanmäßigen Haltemanövers hallt immer noch in deinem Kopf nach. Und ich denke, einigen hat das auch unsere Position verraten. So gehen wir mal dahin und benutzen mal die Brechstange mit Tür zu verunglückten Bahn. Du hattest Glück, dass dich das fliegende Wrack nicht zerquetscht hat. Tür zur verunglückten Bahn. Kann man da noch irgendwie was rausbrechen? Nee. Können wir nicht mehr. Sonst hätten wir da uns vielleicht ein kleines Fahrmobil mitbauen können. Aber dann gehen wir eben zu Fuß. Und zwar, ich denke in den Eingang, aber dass dieses Nylon-Notfallband, das ist super nützlich. Also, ich weiß nicht, ob ihr mal, das könnte ich gebrauchen, wenn ihr mal diese Survival-Shows seht auf Arte, ich finde die super interessant, aber nicht die gestellten mit Bear Grylls, die sind einfach nur übertrieben und gestellt, das steht ja auch im Vorspann, sondern die, zum Beispiel die zwei Jungs, die immer unterwegs sind, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen, der eine Indianer und der andere, der irgendwie aus der Navy kommt, ich weiß nicht, ob das ein Navy SEAL war, auf jeden Fall aus dem Militär. Und die lassen sich irgendwo aussetzen. Und das ist dann wirklich realistischer. Also die bekommen keine Hilfe, da ist es nicht gestellt. Die gehen auch teilweise Risiken ein, wie fangen Krokodile, die sie essen und solche Späße. Und das ist schon interessant gemacht. Werkzeugkasten. Oder der Typ, der das immer... Oh, so ein Scheiß. Wo zum Teufel soll ich in diesem Chaos einen Schlüssel finden? Ein großer, gut ausgestatteter Werkzeugkasten wurde hier zurückgelassen. Nylon-Notfallband, mach mal das Ding auf. Ja, so sieht's nämlich aus. So einfach ist das. Das funktioniert nicht. Echt nicht? Dann bohr das Schloss auf. Das Notfallband? Ich denke, das geht nur kaputt. Okay. 2151, wir sind 2148 abgereist, vor 3 Jahren. Diese Drecksschweine halten uns seit 3 Jahren hier gefangen. Schweine, Poster. Ich will das Poster besitzen. Nimm das mit. Das funktioniert nicht. Ja, dann nimm's doch so mit. Ich will unbedingt dieses Poster haben. Na gut, dann nicht. Bauscheinwerfer. Oh, wenn man da drauf geht, dann gibt es nochmal einen richtigen Lichtstoß. Das blendende Licht einer tragbaren Standleuchte wirft dunkle Schatten in den Raum. Tragbar. Trotzdem willst du es nicht nehmen. Weißt du, was wir machen? Nee. Also ich bin hier ein bisschen experimentierfreudig. Ich schaue einfach mal, was alles damit geht. Nein, geht nicht. Also lesen wir das PDA. Bisschen räuspern, denn jetzt geht's los. Albert Olsen, Ingenieur. Kane hat offensichtlich auf den Entwicklungsdecks keine Kosten gescheut. In aller Regel geht die Klimaanlage schneller kaputt, als die Wartungsteams sie reparieren können. An einem guten Tag braucht man mehr als 10 Minuten zu den Toiletten. Aber das interessiert hier wohl niemanden. Angesichts des hübschen Rentenpakets, das Kane für mich geschnürt hat, würde ich den Rest meiner Karriere auch in einen Karton mit Reißnageldekor verbringen. Heute Abend habe ich die ersten Geräte auf den Decks überprüft. Dabei ist mir etwas ziemlich Merkwürdiges aufgefallen. Eine ganz dünne, pilzartige Schicht lagert sich auf den Apparaten ab. Das Zeug hat sich bis in die Skalen und Monitore ausgebreitet. Die sehen innen siffig aus. Andererseits sollen einen angesichts der Bedingungen hier Schimmel wirklich nicht wundern. Ganz egal, auf welchem Material. Allerdings scheint sich das direkt auf die Leistung des Zuchtsees auszuwirken. Von daher sollte sich dringend jemand darum kümmern. Ich habe es dem Wartungsteam gemeldet. Hoffentlich kümmern die sich schnell um die Reinigung. Pilzsporen. Vielleicht hat das alle verrückt gemacht. Die Kane Corporation ist sicher zufrieden mit meiner Leistung bisher. Ich wurde befördert. Ich bin ab sofort verantwortlich für die Konstruktion neuer Klonbehälter. Ich habe keine Zeit, das jetzt weiter auszuführen. Ich bin zu wichtig, aber es scheint mir wichtig und dringend zu sein. Okay. Ich hätte nie gedacht, dass es so ein riesiges Projekt ist. Es werden massenweise Klone geschaffen und das in mehreren Megabecken mit spezieller Ausstattung und Nährlösung zur Beschleunigung des Wachstumsprozesses. Ich muss dafür sorgen, dass die Geschwindigkeit steigt, mit der wir Klonchargen schaffen. Sie haben eine Methode entwickelt, mit der man menschliche Wesen schneller herstellen kann, als Menschen biologisch dazu in der Lage wären. Projekt Sieb besteht darauf, dass die Klonbehälter sofort in Betrieb genommen werden, obwohl sie noch weit entfernt von der Fertigstellung sind. Die Becken halten den Klonprozess
problemlos aus, aber es fehlt an einigen Sicherheitsvorkehrungen. Beispielsweise gibt es für die Aufbewahrungskammern, für die Forschungsklone keine Stromversorgung. Dadurch sind die elektrischen Verriegelungen nutzlos. Die Gehstege über den Behältern sind noch immer bloß eine vorübergehende Lösung. Was ist denn da bloß los? Ist das eine Kuh? Gestern ist O'Sullivan über das Geländer gestürzt. Ruhe, Kuh! Und in ein Becken gefallen. Wäre das nicht voller Desinfektionslösung gewesen, hätten wir ihn verloren. Die Klone agieren offenbar völlig instinktiv. Während der Fütterungszeit hat einer der vollständigen menschlichen Klone in Beckentäter heute ein ziemlich großes Stück von Miss Keens Ohr abgebissen. Pfui Deibel. Was haben wir denn hier noch? Wow, guckt euch das an. Drei der fertigen Forschungsklone haben letzte Nacht drüben in den Laboren die analogen Verriegelungen ihrer Verwahrungskammern durchbrochen. Als Peters gefunden wurde, war er nach hinten übergebeugt und hatte den Kopf zwischen den Knien. Der wird erst einmal nicht mehr laufen. Das Wartungsteam kümmert sich heute Abend um die elektronischen Verriegelungen. O'Sullivan hat um Versetzung zu einem anderen Projekt gebeten. O'Sullivans Antrag wurde abgelehnt. Keen allerdings wurde zu Projekt Seed versetzt. Ah, vielleicht soll ich einfach mal auf Weiter drücken. Ich habe heimlich die Nahrungsration vergrößert, die die Charge von Elon in Röhre 449 bekommt. Auch wenn sie nichts als Herzen und Lungen sind, spüre ich doch eine gewisse Verbindung. Außerdem haben wir festgestellt, dass ein Zellhaufen einen Schwanz ausgebildet hat und ziellos umherschwimmt. O'Sullivan will ihn nach seiner Schwiegermutter benennen. Wer um alles in der Welt gibt einem deformierten Klon einen Namen? Samantha, diese schier undenkbare Mensch-Fisch-Monstrosität, hat Elon mit ihrem Prügel zerschmettert, als sie aus ihrem Becken geholt wurde. Die meisten anderen Klone in dieser Charge haben ähnliche Deformationen. Keiner von ihnen hat sich wie geplant zu Herz- oder Lungengewebe entwickelt. Ehrlich gesagt sind die Ergebnisse bisher wirklich grauenhaft. In letzter Zeit benehmen sich alle merkwürdig. O'Sullivan ist diese Woche nicht aufgetaucht, sodass ich mich allein um die Behälter kümmern musste. Ich verstehe nicht, warum das überhaupt erlaubt ist. Aber wenn es keine adäquate Rechtfertigung gäbe, hätte das Management ihn garantiert an seinen Hamsterbacken hergeschleift. Apropos Backen, einer der vollständigen menschlichen Klone hat mir aus meiner Backe ein Stück rausgebissen, als ich ihn in die Forschungslabors gebracht habe. Ach Leute, die Groom Lake ist komplett Lockdown. Es hat ein heftiges Beben gegeben, das die Gehsteige über den Klonbehälter zum Einstürzen gebracht hat. Ich sitze in der Falle, ich komme nicht bis zur Schleuse. Wenn dieser Lockdown so wie der letzte ist, sollte er bald wieder vorbei sein, besser früher als später. Schließlich reichen zwei Päckchen Zigaretten nicht ewig, da macht er sich Sorgen um seine Kippen. Ich kann panische Schreie durch die Decke hören. Sie hallen von den Wänden wieder. Jedes einzelne Echo erinnert mich daran, dass ich verdammtes Glück habe, hier unten zu sein, anstatt dort oben. Auch wenn mir langsam die Vorräte ausgehen, die kippen. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht dafür schwimmen muss. Wenn mich die Klone nicht bekommen, dann bringt mich der Herzinfarkt durch die sportliche Betätigung um. Der hat Sorgen, ey. Ich werde versuchen, durch Behälter Theta zu schwimmen. Ich schaffe es auf die andere Seite und werde versuchen, die nächste Ebene des Schiffs zu erreichen. In der Nährlösung planschen die Klone wie die Verrückten rum. Angesichts dessen, was sie mit Peters angestellt haben, schaffe ich es vielleicht nicht auf die andere Seite dieses Behälters. Der Rest dieses Eintrags ist mit der Bitte um Überbringung an meine Frau gerichtet. Rosalind, ich kann nur hoffen, dass ich die Möglichkeit haben werde, dir dies persönlich zu überbringen. Ich habe mich lange danach gesehnt, es dir physisch zu vermitteln, doch für den Fall, dass mir dies nicht gelingen sollte, muss ich versuchen, es in Worte auszudrücken. Falls ich sterben sollte, bevor ich dieses Schiff verlasse, wird jeder Augenblick meines Lebens, jede kumulierte Erfahrung, die mein Sein ausmachte, deinen Namen schreien und die unabänderliche Realität des Todes anflehen, mich zu verschonen. Und sei es nur, um dich noch ein einziges Mal berühren zu dürfen. Ich bedauere jede Sekunde, die ich nicht bei dir verbracht habe, und bitte dich inständig um Vergebung. Bis zu dem Moment, da ich dich zum ersten Mal traf, war mein Herz leer. Erst du hast es mit dem brennenden Feuer der Leidenschaft gefüllt, und ganz gleich, wie meine Flucht enden wird, seine Flammen werden weiter lodern, noch lange, nachdem ich nicht mehr bin. Jetzt reicht's aber, Junge, du wirst fortbestehen, noch eine Ewigkeit nach meinem letzten Atemzug. Dein Name wird durch die Galaxie klingen, als Zeugnis für alle Existenzen, dass es nie eine größere Liebe geben kann, als die, die ich für dich empfinde.
Deine Liebe ist mein Leben und so bin ich unsterblich, schreibt er an seine kleinen Kätzchen. Sehr süß, dass er die noch berücksichtigt hat, bevor er dann in den Container gesprungen ist, um zu schwimmen und dann wahrscheinlich doch von den Mutanten, um die es hier also geht, zerfleischt worden ist. War es nicht schön? So, Werkzeugkasten kriegen wir nicht auf. Hier gibt es noch einen Kalender. Den Kalender kriegen wir auch nicht mit dem Brecheisen irgendwie. Nee. Okay, wir kommen hier durch. Ja, das ist es nicht. Wir haben hier leere Metallkästen. Nee, wir kommen nicht an diese Werkzeugkiste. Aber gehen wir einfach mal weiter. Diese Tür wurde zum Glück nicht abgeschlossen. Und hoffen, dass wir nicht in das Klonbecken direkt rennen. Das wäre ja irre. Warum kommt denn auf einmal ein Ladebildschirm? Das war die ganze Zeit nicht. Äußerst merkwürdig. Äußerst fragwürdig. Ich wollte vorhin noch jetzt dieser Survival-Typ, der immer alleine unterwegs ist, der auch die Kamera alleine führt. Das heißt, der stellt die immer 100 Meter vor sich auf, rennt wieder zurück und geht dann 100 Meter auf die Kamera zu. Tja, ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, aber ich bin in einer Art Hölle. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Ist er das? Die Spuren einer Leiche des Ingenieurs lassen wenig Zweifel daran, dass Teile des Körpers gegessen wurden. Allerdings ist nicht klar, ob der Verzehr vor oder nach dem Tod stattfand. Ich glaube, das ist auch nicht mehr entscheidend. Dunkelheit. Wo war die Dunkelheit? Da, Dunkelheit. Die Dunkelheit durchdringt die Tiefe der Kammer und verbirgt deren wahre Größe. Strommast. Der Strommast ist für die wichtige Aufgabe zuständig, die Hochspannungsstromkabel von dem mit Flüssigkeit gefüllten Becken fernzuhalten. Ich würde sagen, halb geformter Klon. Etwas bewegt sich darin. Körper, die für die Forschung, den Verkauf oder andere unvorstellbare Zwecke gezüchtet worden sind. Ja, genau darum geht es hier, nämlich Bauscheinwerfer. Im Gegensatz zu seinem Partner gibt dieser Scheinwerfer weder Geräusche noch Licht von sich. Da sind diese Klone drin. Die wollten scheinbar wirklich... Nein. Okay, nicht wirklich. Bauscheinwerfer auch nicht. Was haben wir hier? Generator. Summt leise vor sich hin. Er hat noch Benzin. Wenigstens etwas Glück. So. Jetzt haben wir einen Scheinwerfer angemacht. Was können wir mit dem Generator noch machen? Schaltet er den jetzt aus? Ja, er kann an- und ausschalten. Okay. Können wir den aufmachen? Macht keinen Sinn, ne? Nee. Was ist mit dem Strommast? Ich würde den jetzt ungern anfassen. Können wir... Ja. Können wir vielleicht... Ja, da macht er was mit. Ich würde den gerne umstoßen, damit ich damit vielleicht die Klone zerstören kann. Was hast du gemacht? Ist das auch wieder was, was wir mehrfach machen müssen? Es hört sich so an, als würde was passieren. Komm, ein drittes... Nee, wir versuchen erstmal das Nylon-Man. Macht er damit was? Nee. Ja. Versuchen wir ein Brecheisen mal am Generator? Nee. Komm, ein drittes Mal versuchen wir das noch. Nicht, dass das wieder sowas ist mit... Weil ich will den umschmeißen. Mit dreimal geht und zweimal nicht oder so. Nee, lassen wir mal so anfassen. Sterben wir jetzt? Das wäre auch zu einfach gewesen. Zerstörter Übergangsweg. Leichnam. Ich weiß nicht, ob das so eine gute, blutige Handabdrücke. Da wurde er zurückgezogen in die Suppe. Ich glaube, das ist keine gute Idee, wenn wir da reingehen. Allerdings bleibt mir gerade nichts weiter übrig. Ich mach mal den Generator an. Hat das irgendeinen Unterschied? Macht das irgendeinen Unterschied? Was ist mit dem Kabel? Können wir das Kabel... Nee. So, und jetzt, wo der Generator läuft, können wir da vielleicht... Ich weiß nicht, vielleicht sieht das jetzt besser. Nee. Lass uns nochmal probieren. Wir hatten das bei dem anderen ja auch, dass wir es mehrmals machen müssten. Nee. Er schafft das nicht. Aber das sieht so aus, als würde er unten wegrutschen. Kann das sein? Ja, er rutscht unten weg. Okay. Ich habe aber nichts. Können wir den Geschwindigkeitsbohrer? Ja, Schrauben lösen. Schrauben lösen. Jawohl, fall um. Okay, jetzt kannst du ihn aber pushen. Pushen. Oder nochmal. Nee, das war's noch nicht. Dann benutzen wir jetzt nochmal die Brechstange, um den vielleicht den letzten Stoß zu geben. Und das finde ich die beste Survival-Show. Der Typ, der immer alleine ist, der läuft schon lange nicht mehr. Ja. Der lief mal auf D-Max. Habe ich vorhin Arte gesagt? Ich meine natürlich die Survival-Shows auf D-Max. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Freiliegende Kabel. Freiliegende Kabel. Generator.
Die würde ich gerne an den Generator anschließen. Das nicht, ne? Nee, nee, das wäre zu viel des Guten. Ich bräuchte Kabel. Freiliegende Kabel. Generator. Was passiert jetzt? Noch nichts. Ja, da ist noch Benzin dran. Du sollst die Kabel des Generators da dran machen und dann hier alles unter Strom setzen, damit die ganzen Klone sterben, damit wir da drüber kommen. Das ist zumindest meine Vermutung, dass wir das machen sollen. Denn ansonsten würde ich da nicht durchgehen. Wir müssen die Klone vernichten. Die werden uns genauso wie ihn zerstückeln, essen und niemand mag das. Organischer Schlamm für Klonbecken. Dann machen wir es folgendermaßen. Wir machen jetzt ein kleines Päuschen und sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder und versuchen über diesen Übergang mit diesen Genmatch zu kommen. Was wir kennengelernt haben, was wir gelernt haben durch das PDA ist, die machen hier menschliche Versuche, um eigentlich, das hatten wir ja vermutet, menschliche Ersatzteile herzustellen. Die versuchen aber tatsächlich auch zu züchten, menschliche Ersatzteile aus menschlichem Gewebe, das die irgendwo entnommen haben aus den Menschen, die sie gefangen haben. Und das ist ganz böse mutiert, daraus sind ganz fiese, entsetzliche Gestalten generiert worden, die hier wahrscheinlich jetzt nach und nach die ganzen Menschen ausgerottet haben und versucht, uns auszurotten. Das werden wir allerdings nicht zulassen. Wir werden die irgendwie jetzt alle verbrühen, zumindest hier in diesem Raum. Aber wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Bumblebee B2 spielt Stasis Horror Sci-Fi Point-and-Click-Adventure. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht was aus eurem Tag und wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Bis dann. Tschüssi.